kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion und Stargast Hundeprofi Martin Rütter. Martin, Boris, wartet mal bitte kurz. Die Sabine Schneider hat gerade angerufen. Die braucht noch einen Gag zum Thema Hunde. Ja, da kommt's ja wieder früh. Ja, habe ich auch gesagt. Na dann. Aber ich glaube, ich habe schon einen. Wenn man den Hund mit im Bett schlafen lassen will, muss man sich wegen dem strengen Geruch keine Sorgen machen. Fragt mal, wieso? Wieso? Naja, daran gewöhnt sich der Hund. Wow. Hammer. Der war ja mal richtig gut. Aber ich habe auch noch einen. Pass mal auf. Mein Hund ist ja stubenrein. Sagt mal, ist doch super. Ist doch super. Nee, er macht ja in jede Stube rein. Versteht ihr? Für mich ein Knaller. Aber Martin, hast du eigentlich auch Ahnung von Hunden? Das nicht, aber ich bin saulustig. Ja komm, mach doch mal. Also mein Hund denkt ja, der Fahrer vom Pizzataxi ist mein Herrchen, weil der mir ja jeden Abend was zu essen gibt. Ach, Martin. Damit könntest du auftreten. Der geht voll auf die 12. Was? Gänsehaut, oder? Richtig, Gänsehaut. Comedypreis. Den nehmen wir mal, den schicken wir hoch. Ja komm, dann ist aber jetzt auch Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend. Im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Gewinner des Deutschen Radiopreises. Nur bei Hitradio FFH.